is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Schicksal der Ungerechten während der Plagen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht ein Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, vom Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Als die freundliche Stimme der Gnade erstarb, ergriffen Furcht und Schrecken die Ungerechten. Furchtbar deutlich hörten sie die Worte: zu spät, zu spät. Christus empfand am Kreuz ähnlich wie Sünder empfinden, wenn die Zornschalen Gottes über sie ausgegossen werden. Dunkle Verzweiflung wird sich wie ein Sargtuch um ihre schuldigen Seelen legen. Denn erst jetzt wird ihnen die Sünde ihrer Sündhaftigkeit voll bewusst. Die früher das Wort Gottes nicht geschätzt hatten, eilten jetzt hin und her, wanderten von einem Meer zum anderen, liefen von Norden nach Osten und suchten das Wort des Herrn. Der Engel sagte, sie werden es nicht finden. Es ist eine Hungersnot im Land, nicht ein Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern ein Verlangen, das Wort des Herrn zu hören. Was würden sie darum geben, jetzt ein einziges Wort der Gunst Gottes zu vernehmen? Viele Ungerechte wurden furchtbar wütend, als sie unter den Auswirkungen der Plagen leiden mussten. Es war eine Szene schrecklicher Seelenqual. Da machten Eltern ihren Kindern bittere Vorwürfe. Kinder den Eltern, Brüder den Schwestern und Schwestern ihren Brüdern. Die Leute wandten sich hasserfüllt an ihre Geistlichen und warfen ihnen vor: Ihr habt uns nicht gewarnt. Ihr habt uns erzählt, die ganze Welt würde sich bekehren und habt Friede, Friede gerufen, um alle aufkommenden Ängste zu zerstreuen. Ihr habt uns von dieser Stunde nichts gesagt. Menschen, die uns davor gewarnt haben, nanntet ihr Fanatiker und böse Leute, die uns nur ruinieren wollten. Ich sah, dass die Geistlichen dem Zorn Gottes nicht entkamen. Ihr Leiden war zehnmal schlimmer als das ihrer Leute. Wie beneidenswert wird in der Zeit, in der Gottes Gerichte gnadenlos hereinbrechen, den Ungerechten die Lage derer erscheinen, die unter dem Schirm des Höchsten sitzen. In der Hütte, in der der Herr alle versteckt, die ihn geliebt und seinem Gebot gehorcht haben. The Lord is coming. Are you ready?